Stefan. Grüß dich, Eva. Wir wollen heute über den Film Official Secrets sprechen. Die Hauptrolle spielt Keira Knightley und der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Die Person, Kathryn Gunn, gibt es wirklich. Und es geht um einen Verstoß, die sie sich erlaubt, aus beruflichen Gründen oder im beruflichen aus Umfeld. Aus beruflichen Gründen? Nee, im beruflichen Umfeld. Im beruflichen Umfeld? Ja. Sie bekommt nämlich eine E-Mail und kann nicht glauben, was sie da drin liest. Genau. Und diese E-Mail sticht sie durch an die Öffentlichkeit und verpusht damit den USA und England die Abstimmung in der UN über die Legitimierung des Irakkrieges. Sie leitet Inhalt der E-Mail an die Öffentlichkeit. Genau, sie ist ein Whistleblower und verstößt gegen diesen Akt. Was für einen Akt? Diesen Official Secret Act. Den sie der unterschrieben hatte. Genau, genau. Sie dürfen eigentlich gar nichts erzählen. Und sie sticht den Text durch an die Öffentlichkeit. Was ist ihre Motivation dann? Sie liest den Text und sagt, hat wohl gehört davon, von diesem Irakkrieg, und sagt, hey, also wenn die in der UN das abgesegnet kriegen, den Krieg, das kostet Menschenleben. Und ich meine, es ist ja grauenhaft, was da im Irak alles passiert ist, diese Blutbäder. Das ist ja, wir leiden ja bis heute noch darunter, Flüchtlingsströme und. Furchtbar. Und sie sagt, das muss an die Öffentlichkeit. Aber eigentlich darf sie das gar nicht. Sie darf es nicht, aber ich glaube, sie denkt da nicht mehr drüber nach. Sie sagt einfach, es geht um Menschenleben. Und sie ist ja jetzt nicht eine Person, die Keira Knightley spielt das ja wunderbar. Sie ist eine junge Frau, sie ist verheiratet mit einem kurdischen Iraker. Sie ist halt Übersetzerin für Mandarin, aber du hast nicht das Gefühl, sie ist ein Alpha-Typ oder sie will ein Held sein, sie will hervorstechen. Sie lebt halt ihr Leben und verdient ihr Geld mit Übersetzungen. Und sie ist nicht die geborene Heldin, würde ich sagen. Und ich finde, sie spielt das großartig, wie sie von dieser einfachen, unbescholtenen Frau dann durch den Prozess, den sie auslöst, womit sie ja gar nicht gerechnet hat, wie sie da reift und zu einer interessanten Persönlichkeit wird. Das ist ja schauspielerisch. Interessant in dem Film ist, glaube ich, auch die Rolle der Presse. Sehr schön gezeigt, also von innen heraus, wie das wirklich abläuft, was die Verpflichtungen der Journalisten ist, der Öffentlichkeit gegenüber, was sie wirklich. Ja, genau, ich meine, es ist auch ein journalistischer Thriller, wenn du willst. Weil die Zeitung, dieser Observer, war ja zuerst für den Irakkrieg und wie sie den Wisch da kriegen, da werden sie hellhörig. Und das ist ja ein eigener Krimi in dem Film wieder, wie sie dann herausfinden, dass der echt sein muss. Ja, dafür sind sie verpflichtet, ja? Als Presse. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, das Ganze aber hat möglicherweise sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen für die Kathryn Gunn. Und das ist gar nicht so unbedeutend. Im letzten Drittel des Films erscheint der Anwalt, der sie vertritt dann. Den spielt Ralph Fiennes. Mhm. Sehr, sehr konzentriert und sehr überzeugend, finde ich. Also er ist ein Menschenrechtsanwalt, ja. Ah ja, ja, genau. Ja. Also ein spezieller Anwalt. Ja, also man kann sagen, dieser Film, der ist eigentlich ein einziger Hammer oder ein einziges Minenfeld. Ständig passiert irgendwas, was Existenzen verändern kann. Sie wird ja dann anschließend, es kommt ja an den Tag, dass sie es war. Sie hat ja am Anfang überhaupt nicht zu damit gerechnet, dass man das rauskommt. Und dann wird sie natürlich wieder vom Staat erpresst mit ihrem kurdischen Iraker. Mhm. Den wollen sie abschieben. Und, also da kommen wieder ganz neue Mechaniken in Gang, eben auch die ganze Menschenrechtsgeschichte. Und da wird ihr dann ein Deal angeboten, sie soll sich schuldig bekennen, weil dann muss sie nur ein Jahr ins Gefängnis. Und ich meine, das ist dann wieder eine nächste explosive Geschichte. Wie entscheidet sie sich da?
Geht sie nach dem Herzen oder geht sie nach dieser Pseudo-Vernunft von diesen Anwälten, ja? Sie sagt aber an einer Stelle, mein Gewissen ist rein. Ja, genau. Also sie handelt aus Überzeugung. Ja, genau. Und da verrät sie jetzt quasi, wie sie dann reagiert. Und es bleibt offen, es ist dann nochmal Überraschungen kommen dann, wie das dann alles zum Ende geht. Also das ist ein Thriller eigentlich mit ständigen Wendungen. Ständig kommt wieder ein neues Gesetz und eine neue Geschichte und sie muss wieder eine neue Entscheidung fällen. Das ist ein super Thriller schon mal einerseits. Unglaublich spannend erzählt. Ja. Sollen wir jetzt sagen, ist ein guter Film oder ein schlechter Film? Das kommt auf die Position drauf an. Welche für die denn? Demokratie ist es ein guter Film. Ich glaube, für uns Cineasten ist es auch ein super spannend, sehr klar gebauter Film. Und für die Herren Tony Blair und George W. Bush, die immer noch frei rumlaufen, das ist der große Skandal, ist natürlich ein Bad Shot, weil das kommt sehr klar zum Ausdruck, weil, was für verbrecherische Geschichte die da gemacht haben. Tony Blair wird in dem Film mit dem Begriff erfundene Fakten zitiert, tatsächlich. Ja, heute sagt man dann Fake News oder so. Aber das war vor 16 Jahren schon, ja? Ja, genau, 2, 3, 2, 4. Willst du den... Gut, also, du stößt zusammenfassend... Ja, du super auch? Spannender Film. Ja genau, ich stoße mit dir an. Ja. Den kippen wir weg. Imaginär. Ja. Für Herrn Blair und Herrn Bush. Cheers.